Der gestrige Handelstag war eine Art Blaupause für das, was uns in den nächsten Tagen, ja vielleicht Wochen erwarten wird, nämlich starke Volatilität. Wir haben große Schwünge intraday gesehen gestern an den Märkten, je nach Nachrichtenlage. Und wir wollen uns diese Schwünge, diese Volatilität mal anschauen, die das derzeit vorherrschende Kriterium ist für diese Märkte, die natürlich nervös sind. Denn es gibt jetzt drei entscheidende Faktoren. Erstens, kommt vielleicht doch noch der US-Stimulus. Das würde für die Märkte ein Riesenaufatmen bedeuten. Goldman Sachs hatte ja kürzlich seine BIP-Prognose für das vierte Quartal von 6% auf 3% nach unten genommen. Macht also einen Riesenunterschied. Wenn ein Stimulus noch kommen sollte vor der Wahl, dann werden wir eine Rallye sehen. Wenn nicht, wird es schwieriger. Zweitens, wird die US-Wahl in irgendeiner Form einen klaren Sieger bekommen, wo relativ schnell klar ist, okay, die Sache ist wirklich entschieden. Da ist jetzt, selbst wenn da noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, durch Briefwahl eigentlich die Tendenz völlig klar, der Verlierer akzeptiert seine Niederlage, oder passiert das Gegenteil, dass wir dann sozusagen wochenlang, tagelang Anfechtungen haben, nicht klar ist, wie es weitergeht, dann haben wir einen Volatilitätsschub vor uns, der sich gewaschen hat. Und die dritte Story, die die Märkte maßgeblich beeinflussen wird, ist diese ganze Coronavirus-Lockdown-Thematik, nachdem wir heute, wie ich zeigen werde, starke Anstiege wieder haben in den Zahlen. Aber zunächst mal zu dem Volatilitätsgeschehen gestern an den Märkten. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100 in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Und wir sehen hier, es ging zunächst mal nach unten. Da ist dieser Nasdaq 100 auf 10.680 Punkte gefallen. Dann Kasseröffnung, dann plötzlich dieser Move nach oben über die 11.400er Marke, 11.040 Punkte im Hoch, und das relativ schnell. Also das waren mal so 360 Pünktchen. Das sind gute 3% eben für den Nasdaq. Und dann ging es wieder fast 200 Punkte runter, um dann wieder 100 Punkte zu steigen. Warum, will ich kurz hier mal thematisieren. Es gab eben für den Anstieg zunächst mal das Gerücht, ja, es gibt Gespräche, man versucht jetzt nochmal zueinander zu kommen in Sachen Stimulus zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern, ging es also nach oben. Dann aber kam dieser Tweet eines Insiders von Jake Sherman, der sagte, nein, es sind keine Gespräche angesetzt hier zwischen Mnuchin und Pelosi, und booms, knallten dann eben die Aktienmärkte im späteren US-Handel nochmal nach unten, bevor es dann kurz vor Handelsschluss nochmal nach oben ging. Und das dürfte, wie gesagt, so eine Blaupause sein. Das dürfte jetzt weiter große Schwankungen geben, denn es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Es ist eben völlig unklar, ist, ob die Sache letztendlich richtig toll ausgeht oder richtig mies ausgeht, auf Deutsch gesagt. Und dementsprechend wird man nervös bleiben in den nächsten Tagen und Wochen. Was die Demokraten in den USA jetzt versuchen, ist eine 2,4 Billionen Stimuluspaket hier an den Mann zu bringen, mit direkten Zahlungen an die Amerikaner, mit der Lohnfortzahlungen etc. etc., Small Business Loans, Airlines sollen gestützt werden etc. Die Frage ist, machen die Demokraten jetzt einen Kompromiss, bei den Republikanern sagen, okay, maximale Obergrenze ist 1,5 Billionen. Und jetzt ist natürlich die Situation, dass die Demokraten sich sagen, wenn die Aktienmärkte jetzt abschmieren, dann schmälert es nicht unbedingt unsere Chancen. Donald Trump hat ja immer wieder gesagt, naja, der Aktienmarkt ist das beste Barometer für meine eigene Leistung. Da könnten die Demokraten sagen, ja, guckst du, der Aktienmarkt, der knallt runter. Das scheint sozusagen die Beurteilung deiner Leistung zu sein, lieber Donald. Das heißt, man hat eigentlich seitens der US-Demokraten nicht wirklich ein Interesse, jetzt hier diesen Push den Aktienmärkten zu geben. Darin sehe ich das große Problem derzeit eben an den Märkten. Und es gibt natürlich viele, die Trump nicht mögen und durchaus hier Einfluss haben. Die könnten sich auch sagen, naja, wenn wir den Aktienmarkt nach unten kriegen, dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht, um Donald abzulösen. Schauen wir uns mal diese Volatilität an. Ich hatte gestern schon gesagt, was wir hier erleben. Das ist der 8. volatilste Monat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben in 82,4% der Tage haben wir eine Schwankung oder haben wir einen Schlusskurs von mindestens plus oder mindestens minus 1%. Hier sehen wir mal den Track Record sozusagen, was da passiert ist in diesem September.
Da haben wir einmal am 3. September fast 5%, am 8. September haben wir 4%, am 9. sind wir 2,7% gestiegen. Also das sind schon durchaus ziemliche Ausreißer. Am 23. 3% gefallen, gestern 1% gestiegen. Aber es war trotzdem wahnsinnig volatil intraday. Und das eben natürlich jetzt in Vorausschau auf die US-Wahlen. Diese Nervosität wird bleiben. Und wir sehen beim VIX, bei dem maßgeblichen Vola-Instrument, Vola-Barometer für die Märkte, sehen wir, dass sich hier eine potenzielle inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation aufbaut, die nicht sofort aktiv werden muss, aber die eben auch nicht negiert wird derzeit, also die nicht praktisch außer Kraft gesetzt ist. Und das würde voraussetzen, dass, wenn diese Formation sich mustergültig auflöst, wir einen Wahnsinns-Spike an Vola erleben könnten, der um und bei dann sogar das erreicht, was wir im März gesehen haben an Volatilitätssprung. Und nach wie vor ist die Vola ja relativ hoch. Auch als wir nach oben gelaufen sind, ist die Vola zwar runtergekommen, aber eben nicht so stark, wie das normalerweise der Fall ist. Wer wird diese Wahl gewinnen? Fox, die ja nicht unbedingt jetzt bekannt sind, dass sie extrem Trump-kritisch sind, hat Umfragen hier in Ohio, in Nevada und Pennsylvania geführt. Und das sind sehr wichtige Staaten, weil sie oft sehr, sehr eng sind. Pennsylvania ist zum Beispiel ein Staat, der bei der letzten Wahl ganz, ganz knapp für Trump gestimmt hat. Normalerweise eigentlich so ein richtiger Swing State ist das letzte Mal ganz, ganz knapp für Trump, wie gesagt. Und wir sehen ein Muster, was sich derzeit abzeichnet. Biden profitiert von der Abneigung vieler Frauen gegen Trump. Es sind also die Frauen, die tendenziell Biden wählen und nicht Trump wählen. Wir sehen, dass auch die Hispanics überwiegend jetzt Biden wählen oder die Demokraten wählen und nicht Trump, während wir zum Beispiel ein klares Muster der Trump-Supporter erkennen. Die sind eher im ländlichen Raum und die sind eher, was den Bildungsgrad betrifft, weiß und etwas weniger gebildet. Das ist sozusagen das Muster, das sich in diesen Umfragen zeigt. Und die entscheidende Frage wird sein jetzt, wie viele gehen zur Wahl? Die Demokraten versuchen ja, indem sie Wahlunterlagen schicken, sodass die Leute dann relativ einfach eben, es ihnen relativ einfach gemacht wird zu wählen, möglichst viele dieser Wähler an die Urne zu kriegen. Denn es zeigen auch solche Umfragen, dass die potenziellen Briefwähler doch überwiegend Biden wählen würden. Das ist sozusagen ein Fakt, der offenkundig ja dafür verantwortlich ist, dass Trump so stark gegen diese Briefwahl derzeit schießt und die Legitimität der Wahl im Vorfeld schon anzweifelt. Interessant übrigens, wenn Biden gewinnt, dann wäre Lael Brainard die zukünftige Finanzministerin, so heißt es. Biden bevorzugt Brainard. Brainard würde allerdings gerne Fed-Chefin werden. Das ist vielleicht eine interessante Exkursion. Jedenfalls kommen wir jetzt zum dritten Thema und das ist eben diese Corona-Geschichte. Wir sehen hier den 7-Tages-Schnitt für die Fälle in Europa und den USA. Europa war ja abgesagt, ist dann stark jetzt nach oben gegangen. Sehr, sehr starker Anstieg, während die Amerikaner runtergegangen sind. Jetzt aber die Zahlen doch wieder nach oben gehen, wie wir sehen. Wir haben jetzt heute über 70.000 wieder in den USA. Das ist ein maßgeblicher Anstieg und wir haben vor allem in Frankreich über 16.000 Fälle, das ist 52% über dem 7-Tages-Durchschnitt. Wir sehen also, dass die Kurve hier steil nach oben geht. Natürlich wird mehr getestet, das ist völlig klar, aber es ist eben auch die Rate von positiven Tests nach oben gegangen. Also es ist nicht nur das Testen, das quantitativ häufigere Testen, sondern eben auch die Anzahl derjenigen, die positiv getestet werden, steigt, auch wenn die Todesrate ja sehr gering bleibt. Aber man wird eben trotzdem Lockdown-Maßnahmen möglicherweise weiter in Kraft setzen. Madrid, ganze Stadtteile abgesperrt, München jetzt so ein bisschen auf der Kippe etc. etc. Das wird eben auch für die Aktienmärkte der entscheidende Punkt sein. Wie wird es sozusagen mit dieser Pandemie weitergehen? Wird es weitere Lockdowns geben? In Deutschland heute auch die höchste Zahl seit April. Und Söder warnt hier, der bayerische Ministerpräsident sagt, oh mei, wobei das ist ja Franken, ne? Die sind ja ein bisschen anders, die Franken, als die Bayern, nicht? Da gibt es ja durchaus Rivalitäten, wie man hört. Jedenfalls ist es nach meiner Auffassung so, dass, wenn diese Geschichte sich verstärkt mit dem Coronavirus, wir wirklich eine starke Welle jetzt im Herbst bekommen, dann hat Söder gute Chancen, Kanzlerkandidat und möglicherweise Kanzler zu werden. Wenn nicht, dann nicht. So ist
die Situation. Kommen wir zu abschließend zum Coronavirus noch. Sie erinnern sich, Gilead, Remdesivir, was wurden da Rallyes veranstaltet? Remdesivir, da gab es richtige Pharma-Räusche in Absurdistan, wie ich einst der titelte. Jetzt ist die Aktie von Gilead negative für das Jahr, 27% unter seinem Hoch. Was gab es da für Leute, die gesagt haben, also das ist das Allerheilmittel, das ist um und bei so ein bisschen wie bei den Tesla-Jüngern, die glauben auch an alles. Und jetzt abschließend noch Thema China heute. Wir haben Evergrande, zweitgrößter Immobilienentwickler in China, nicht in den USA, der gesagt hat, wir haben einen Cash-Crunch, wir können unsere Anleihen möglicherweise nicht bedienen. Das zeigt, dass da durchaus Finanzierungsprobleme in China sind, die natürlich nicht so an die Oberfläche drängen, aber der Fall sind. Gleichwohl hat jetzt FTSE Russell beschlossen, chinesische Staatsanleihen in seinen globalen Anleiheindex aufzunehmen, in dem vorwiegend westliche Staatsanleihen integriert sind. Zwei andere Indizes, die sehr wichtig sind, haben das bereits gemacht. Damit wäre jetzt der letzte auch dabei, eben die chinesischen Staatsanleihen mit aufzunehmen. Wäre ein weiterer Schritt sozusagen, der wahrscheinlich überfällig ist angesichts des Gewichts, das China ja hat. Und abschließend noch ein Tweet von Hu Xijin, der zeigt, wie stark diese Taiwan-Spannungen sind. Hier sagt er, ich warne die USA und Taiwan davor, dass US-Kräfte wieder nach Taiwan kommen, denn dann wird es Krieg geben. Das sagt er ganz, ganz klar, weil wir unsere Interessen verteidigen müssen. Also das wird auch ein Punkt sein, der jetzt immer stärker sozusagen zu beachten sein wird. Diese Verschärfung der Tonlage, vor allem in Sachen Taiwan, TikTok, der Deal ist der praktische Tod, die Amerikaner wissen das nur noch nicht und so ist derzeit eben auch China nicht gerade sozusagen jetzt ein Beruhigungsfaktor in dieser Konstellation US-Wahl. Stimulus, Coronavirus, es bleibt spannend. Eins ist relativ sicher, die Volatilität wird hoch bleiben. So viel scheint klar zu sein. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Handelstag, meine Damen und Herren, und sage Ihnen Servus und Ciao.